die neuesten Zahlen in der Schweiz, glaube ich, vor ein paar Tagen gesehen, oder? Wir haben pro Jahr 5500 neue Diagnosen Brustkrebs und 1300 Todesfälle an Brustkrebs. Also etwa ein Viertel. Die sind alle hundertprozentig schulmedizinisch behandelt worden. Mit allem. Jede Frau wahrscheinlich eine halbe Million gekostet. Alles zusammen. Und ein Viertel ist gestorben. Aber die gleichen Ärzte sagen dann, wenn jemand sich entscheidet für Naturmedizin, oh, sie werden dann sehen, in einem Jahr sind sie tot und so. Und wenn dort ein Rückfall geschieht, das habe ich auch erlebt, dass dann die Onkologen wirklich hämisch sagen, ja, wir haben es ihnen ja gesagt. Mhm. Bei den eigenen, die sterben. Das kann passieren. Das ist halt einfach so. Ja. Das kann passieren. Und wenn jemand den anderen weggegangen ist, dann wird er noch niedergemacht, anstatt geholfen. Sagen wir, haben es ja gesagt. Und das sind einfach Verhaltensweisen von Ärzten, die ich ablehne, wo ich einfach anders vorgehen möchte. Ich möchte jeden Patienten ernst nehmen und einen Weg mit ihm gehen.